wie wir doch alle programmiert sind auf eine Co-Abhängigkeit mit der äußeren Welt, mit der 3D-Realität. Und diese Co-Abhängigkeit funktioniert ganz wie jede andere Abhängigkeit. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal Divine Design Manifestation. Das ist die Manifestation aus der höchsten Energie, aus dem höchsten Mindset, aus dem göttlichen Mindset, ohne Bedingungen, ohne Einschränkungen, ohne Zusammenhänge, ohne Logik und ohne Analyse. Einfach nur, weil ich weiß, wer ich bin und weil ich weiß, dass das, was ich glaube, was ich sage, wovon ich überzeugt bin, genau das ist, was sich in meinem Leben zeigt. Also habe ich alle Kraft, alle Macht und alle Power, wirklich alles in meinem Leben so zu haben, so zu erleben, wie ich es gerne hätte, wenn ich voll und ganz die Person bin, die weiß, wie sie ihre Gedanken kontrolliert, so dass sich im Außen das manifestiert, was sie sich vorstellt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich im heutigen Video darüber sprechen, wie wir doch alle programmiert sind auf eine Co-Abhängigkeit mit der äußeren Welt, mit der 3D-Realität. Und diese Co-Abhängigkeit funktioniert ganz wie jede andere Abhängigkeit. Ich muss sie in den Griff kriegen lassen. Ich darf mir nichts sagen lassen, egal wovon, von einer Situation, von einem Menschen, von einer Vergangenheit, von einer Angst, von einer Geschichte. Ich wähle. Ich wähle, wer ich bin. Es kommt immer wieder auf mich zurück. Ich wähle, dass ich wähle. Ich wähle, dass ich sage, wer ich wähle zu sein. Ich bin nicht abhängig von Inputs, von Impulsen, von Aussagen, von Gefühlen, von Emotionen. Nichts beirrt mich. Nichts bringt mich von der Überzeugung ab, wer ich bin. Und ich bin meine Vorstellung von mir selber. Ich bin das, ich bin. Ich bin das, was ich mir selber vorstelle zu sein. Und wenn ich mich betrachte aus den Augen Gottes, aus den Augen der höchsten Perfektion, dann kann ich keinen Fehler finden, weil die höchste Perfektion, die kennt keinen Fehler, die kennt nur Perfektion. Und unser Ego-Mindset hat so viele Ansichten auf Perfektion. So viele Meinungen, so viele Bewertungen. Perfektion gibt es nicht. Nichts ist perfekt. Doch, alles ist perfekt. Das ist Divine Design-Ansicht. Ego-Ansicht, nichts ist perfekt. Divine Design-Ansicht, alles ist perfekt. Ego-Ansicht, du musst besser werden. Divine Design-Ansicht, du bist absolut großartig. Und du darfst dich aus deinem Ego rausschälen. Das ist alles, was dir fehlt. Aber in Wahrheit fehlt dir nichts. Dein Ego ist eingeschränkt. Du in Wahrheit nicht. Und wenn du das weißt, kannst du diese Co-Abhängigkeit zum Außen aufgeben, weil du weißt, dass das Außen dir nur zeigt, wo du gerade noch anstehst, wo du dich gerade noch einschränkst, wo du gerade noch limitierende Ansichten, Bewertungen und Meinungen vertrittst. Das ist alles. Und davon kannst du nicht abhängig sein. Du kannst nicht von der Meinung anderer, alias deines Egos, deiner Programmierung, deiner alten Überzeugung, deiner Limitierung abhängig sein.
Das ist der Teufelskreis, in dem du dich drehst. Diese Abhängigkeit, im Außen zu schauen und zu suchen, was sich verändert hat. Sag dir jedes Mal, ich habe mich noch nicht verändert. Es hat sich noch nicht verändert. Meine Situation hat sich noch nicht verändert. Alles ist noch beschränkt, alles ist noch limitiert, alles ist noch leidend, alles ist noch unmöglich. Und genau aus diesem abhängigen Teufelskreis musst du rausspringen mit einem riesengroßen Sprung. Und den machst du nur, wenn du das Vertrauen in das Prinzip hast. Wenn du weißt, da ist ein riesengroßes Netz, das dich auffängt, wenn du es nicht zerschneidest und nicht kaputt machst. Dieses Netz, das du bist, das du webst, das deine Ansichten, deine Gedanken, dein Selbst, deine Identität weben dir dieses Netz. Dieses Netz gibt dir Sicherheit. Dieses Netz ist Wissen über das Prinzip, das göttliche Prinzip der Schöpfung, wie die Dinge entstehen im Außen. Wie du reflektierst dich selber mit deinen Ansichten, dass wenn deine Ansichten gut sind, dass dein Leben gut ist. Wenn du Gutes siehst, dann wird Gutes kommen. Das ist ja so einfach, Gesetz der Anziehung. Aber wie kann ich aus dieser Co-Abhängigkeit rauskommen? Nur über den Identitätsshift. Nur über das Wissen des Prinzips. Das sind die zwei Pfeiler, das sind die zwei wichtigsten Pfeiler, auf denen du dich abstützen kannst. Das sind deine zwei Beine, deine Identität, dass du weißt, wer du wirklich bist und dein Wissen über das Prinzip der Manifestation, wie sich dein Innen, deine Energie, deine Überzeugung im Außen zeigt. Und wenn du diese zwei Beine ganz, ganz fest verankert hast, dann bist du von nichts mehr abhängig. Dann bist du frei, weil frei ist das Gegenteil von Abhängigkeit. Und Freiheit ist das, was du immer suchst. Du suchst Freiheit der Wahl. Du möchtest machen können, was du willst. Du möchtest machen können, wann du willst. Du möchtest sagen können, was du willst. Du möchtest tun können, was du willst. Du möchtest sein können, wie du willst. Du möchtest sprechen können, wie du willst. Du möchtest dich anziehen können, wie du willst. All das ist dein Urwunsch. Weil das deine Ur-Identität ist, das ist deine Divine Design Identität, deine Divine Design Personality, Persönlichkeit. Und die musst du nicht entwickeln, die ist komplett voll und ganz entwickelt. Jeder deiner Wünsche entsteht daraus, weil aus dem Bedürfnis, zurück zu deiner wahrhaftigen Identität, einer wahrhaftigen Persönlichkeit zu gehen, in deine göttliche Realität einzusteigen, wo schon alles da und vorhanden ist. Deswegen hast du diese Wünsche. Du willst immer wieder zur Erfüllung. Du willst immer wieder in die Erfüllung und diese Wünsche kommen, weil dein Ego dir sagt, es ist nicht erfüllt, es ist nicht möglich, ich kann das nicht, es fehlt mir noch was und so weiter und so fort. Und daher kommen die Wünsche. Die Wünsche sind sozusagen die Brücke zwischen Ego, Human Design, Identity, Identität, Persönlichkeit, Mindset, Denken. Dann kommt der Wunsch und der will dich immer wieder in die Erfüllung führen. Deswegen ist er da. Jeder Wunsch will dich transformieren. Jeder Wunsch will dich hinbringen, wo du eigentlich hingehörst, wo du gemeint bist, als was du gemeint bist. Deswegen hast du Wünsche, um diese Erfüllung zu führen. Und der Weg dorthin ist zu begreifen, Scheiße, Erfüllung ist da. Erfüllung ist da. Es ist Erfüllung da. Es ist Erfüllung da. Der Wunsch will mich nur in die Erfüllung bringen und mich immer wieder daran erinnern, Scheiße, Erfüllung herrscht. Erfüllung herrscht. Es herrscht Erfüllung. Ich bin erfüllt. Ich darf aus diesem erfüllten Wunsch herausdenken. Living in the end, wie Neville Goddard sagt. Und jeder Wunsch ist eben dazu da, um dir nur dich zu erinnern, ich bin erfüllt. Aber solange du co-abhängig bist von Nichterfüllung, solange du co-abhängig bist, immer wieder zu schauen,
Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Was fehlt mir noch? Wo bin ich noch nicht gut genug? Wo ist irgendwas noch nicht in Ordnung? Wo ist irgendwo noch ein fehlender Punkt? Solange das so ist, wirst du diesen Human Design, Mangel Design, Wunsch entsteht. Ich will zur Erfüllung, ich will zur Erfüllung, ich will zur Erfüllung. Und dann bist du hier gefangen. Ich will zur Erfüllung, ich will zur Erfüllung. Ist keine Erfüllung da. Aber wenn du aussteigst und es kapierst, weil du weißt, wer du bist, weil du weißt, wie das Prinzip funktioniert, du dir keine Scheiße mehr erzählen lässt, du musst noch und um zu und alle, die erfolgreich sind, haben so, so, so und alle, die diesen Wunsch erfüllt gekriegt haben, haben das und das gemacht, bla, 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 bla. Das nährt deine Co-Abhängigkeit. Der Moment, wo du da aussteigst aus dieser Co-Abhängigkeit und das heißt, oh, der Wunsch ist erfüllt, der Wunsch ist erfüllt. Mein Wunsch ist ja erfüllt. Ich lebe ja im erfüllten Wunsch. Ich lebe ja der, ich bin ja der erfüllte Wunsch. Ich bin die Wunscherfüllung. Ich bin die Wunscherfüllung. Mir ist gar kein Wunsch offen. Es bleibt kein Wunsch offen. Jeder Wunsch ist ja schon erfüllt in dem Moment. Wo ich diesen Wunsch habe, ist ja die Erfüllung schon da. Und so kannst du nie wieder zurückkommen in diesen Mangel und hörst auf, diesen Chit-Chit-Chit-Chit-Chit zu machen, sondern denkst aus den erfüllten Wünschen, schwelgst da drin. Denkst, oh, wie schön ist es, um das zu haben, das zu tun, das zu erleben, diese Person zu treffen, diese Gefühle zu fühlen, all das, was du dir eben wünschst, zu fühlen, erleben, haben, sehen, ist da alles schon da. Es ist in dir. Es kommt eben da raus und es kommt nicht von außen rein. Es kommt nicht von einem Erlebnis rein. Es kommt nicht von einem Teaching rein. Es kommt nicht von einem Essen rein, nicht von einem Trinken rein. Es kommt nicht von einer Zigarette rein. Es kommt nicht von einer Medizin rein. Es sind alles nur Erlaubnisgeber, wo du glaubst. Die kommen rein und dann gibst du dir kurz die Erlaubnis. Ja? Du machst Pläne, du machst Diäten, du machst dir Versprechen, bla bla bla, Veränderungen im Außen und du glaubst, es kommt rein. Aber es kommt nicht rein, es kommt kurz rein. Auch wenn du in einem Coaching sitzt, eine Energieheilung hast und so weiter und dann, es kommt kurz rein und du sagst, yeah! Und das machen sie alle, yeah! Und nachher bist du alleine und dann denkst du, wo ist jetzt das, yeah! Weil es eben nicht von außen reinkommt, sondern weil du bist es, yeah! Und weil du nicht, yeah! bist, sondern weil du einfach, ja, das bin ich halt, ja. Ja. Ganz ruhig, ganz leise. Diese ganzen aufgesetzten, yeah! Die holen dich ab, außen. Aber du selber kannst dich nur innen aktivieren und das kann ein kurzer Impuls sein. Aber das macht dich wieder abhängig. Das macht dich wieder abhängig. Und wenn du diese Abhängigkeiten aufgegeben hast, weil Erfüllung schon da ist, dann sind diese ganzen Angebote, diese ganzen Erlebnisse, Coachings, Retreats, Autos, Häuser, Sex, Liebe, Pleasure, all das, was da außen angeboten wird, dann ist es logisch, klar, wie schön, passt zu mir, habe ich gerade Lust, gefällt mir gerade, entspricht mir gerade, verstärkt meine Erfüllung, nicht im Sinne, dass es verstärkt, sondern es macht es intensiver für meinen Körper, für meine Erlebnisse, für das, was mein Körper fühlen kann, es wird dann noch intensiver. That's alles ist gesagt. Mehr musst du nicht wissen. Du bist es. Du machst es. Und wie du es machst, wie du diese Angebote nützt, was du mit dem Außen machst, das ist ein grandioser Unterschied. Und wenn du diese Codependency aufgegeben hast, diese Co-Abhängigkeit, bist du in deinem Divine Design. Und kannst alles konsumieren, alles haben, alles erleben, aber aus der Perfektion, aus der Erfüllung heraus, aus dem Divine Design heraus und nicht mehr
aus dem Mangel. In diesem Sinne, ich weiß, das war ein wichtiges Video. Hinterlasse bitte einen Kommentar, einen Like und teile es, damit diese ganze Co-Abhängigkeit endlich ein Ende hat, die Menschen aufhören zu strugglen und einfach nur ihre ganze Energie dahin zu investieren, in geile Erlebnisse dahin zu investieren, gleichzeitig einfach alles anzunehmen, was da draußen an schönen Sachen ist, genießen, Freude haben, aber bitte keine Co-Abhängigkeit. Bye bye. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn du noch ein Gespräch buchen möchtest zu den Preisen, die jetzt da sind, dann mache das jetzt. Wenn du in Rising Up eintreten willst, weil du sagst, sie hat so recht, aber ich muss es üben, ich muss es wiederholen, ich muss immer wieder dabei bleiben, ich kann nicht on and off gehen, ich muss mich committen, ich muss hinter mir stehen, ich muss für mich da sein. Ich muss mein Divine Design so lange aktivieren. Ich aktiviere es und es fällt mir so viel leichter, wenn ich Hilfestellung habe in einer Gruppe von dir, Patricia. Und deswegen buche ich jetzt Rising Up. Dann machst du das. Dann machst du dir das möglich. Weil es ist genau das, was dich auch hier wieder diese Mangelperspektive im Kreis hält. Und ich habe keinen Respekt dafür, weil es... Jeder Mensch hat Haus, Garten, Wohnung, irgendwelche Besitztümer, die er vorne anstellt, bevor er sein Divine Design in Besitz nimmt und sich da Zeit und Geld dafür nimmt. Und das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich habe nur mich und das ist das Einzige, was mich interessiert. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie es mir geht, was ich mache, was ich tue, was ich erlebe, meine Freiheit und meine Unabhängigkeit. Und da hat eben Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit null Platz. Ich bin der Chef, ich bin der Divine Design Creator, ich entscheide meine Ansicht, mein Bewusstsein, meine Vorstellung ist göttlich, kommt von Gott. Ist Gott, weil Gott ist ein Mindset. Das war's aber jetzt. Bye, bye.